Hallo, wenn du wissen möchtest, was in der aktuellen Foxy Box enthalten ist, eine Beauty Box, die ich zum ersten Mal bestellt habe, dann bleib doch einfach dran. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani. Ich habe hier auf YouTube diese Box entdeckt bei einer YouTuberin. Wenn ich den Namen noch finde, werde ich sie unten verlinken in der Infobox. Und sie hat mich sehr neugierig gemacht. Ich habe diese Box aber mir nicht angeschaut. Also ich habe mir den Inhalt bei der YouTuberin nicht angeschaut. Ich habe nur gesehen, oh, Beauty Box, neue Beauty Box, rosa Foxy Box bestelle ich. Und ich weiß also nicht, was da drin enthalten ist. Eins vorneweg, diese Box habe ich vor ungefähr einem Monat bestellt und die ist jetzt bei mir angekommen. Also auf der Homepage steht, dass man auf jeden Fall, wenn man ein Abonnement abschließt, auf jeden Fall 5 bis 8 hochwertige Beauty-Produkte bekommt, die einen Mindestwert über Euro beinhalten oder haben werden. Und ja, es sollen angesagte Marken sein, die dort verpackt sein werden, die ganz neu erschienen sind. Und es wird keine Proben geben, sondern wirklich nur Full-Size-Produkte. Alle weiteren Infos zur Infobox. Zur Infobox? Nein, zur Beauty-Box findet ihr unten in der Infobox. Die Preise und so weiter. Und ja, jetzt würde ich gerne mal mit euch auspacken. Ich habe jetzt wieder zu viel gequatscht. Das ist eine Kiste. Also der erste Punkt, der mir nicht so gut gefällt, ist, es ist keine Box, die man wiederverwerten kann, beziehungsweise wiederverwenden kann. Ich nutze die Boxen immer für, um meine Schminke aufzubewahren, in den Schubladen zum Beispiel oder zum Verschenken. Und das hier ist so eine sagen. Ja, es ist eine Kiste. Vielleicht kann man sie sogar wieder verwenden. Aber ja, die anderen Boxen gefallen mir besser. Ja, auf den ersten Blick, man sieht die Produkte sofort. Also da ist kein Überraschungseffekt wie denn bei den anderen Boxen, was ich ja so gerne mag. Das erste Produkt, was ich jetzt rausgenommen habe, das ist Deep Sea Miracle Elixir. Also eine Flasche, ein Glas mit einer Pipette hier oben drauf und mit einer grünen Flüssigkeit. Das wird eine, ja, das ist eine Regeneration, Zellaktivierung und Hautpflege mit Algen und Meeressalzen. Natürlich tierversuchsfrei. Und da gibt es wohl 3 Sorten. Ich habe die grüne Sorte, es gibt auch eine blaue Variante und eine gelbe, so wie ich das hier auf der Produktkarte entdecken kann. Jo, der Preis 30 ml und die Firma ist Salted Beauty, genau. Und der Preis 19,99 Euro bis 24,99 Euro. Ich weiß jetzt nicht, wovon jetzt der Preisunterschied abhängt, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass es dabei ist. Das nächste Produkt ist eine Aktivkohle-Maske von der Firma Love Nature mit Hyaluronsäure und Vitamin E, entfernt mit Esser, tiefenreinigend und verfeinert Poren. Wir kennen ja Aktivkohle-Masken zu Genüge, da gibt es ja von fast jeder Firma eine. Und jo, ich probiere das gerne aus. Die Marke kenne ich nicht und das ist auch schon mal ein guter Punkt. Beide Marken kenne ich bisher nicht oder Produkte und dafür soll ja die Box eigentlich auch stehen. Und auf jeden Fall liegt der Preis zwischen 12,99 € und 19,99 €. Man soll sein Gesicht reinigen, dann soll man ein heißes Handtuch aufs Gesicht legen, damit die Poren sich öffnen. Das Produkt oder die Paste aufs Gesicht auftragen und dann zwischen 15 und 30 Minuten einwirken lassen und dann kann man das Ganze abziehen. Anti-Strip. Ach, da kommt mir bekannt vor. Ah, okay. Jo, finde ich gut, dass es dabei ist. Das ist von Dr. Severin, nämlich eine Anti-Stretch-Mark. Und ja, das ist wohl gegen Dehnungsstreifen
Und ja, wer weiß, oder wer weiß, ihr wisst bestimmt, dass ich, ja, dass ich mit It Works mich selbstständig gemacht habe. Und da haben wir nämlich auch eine Creme, die Stretch Mark, die wirklich sehr, sehr gegen Dehnungsstreifen vorbeugend helfen kann und auch nachher, ne, dass die Dehnungsstreifen wirklich verblassen. Dehnungsstreifen gehen übrigens nie weg, ja, das ist gerissene Haut und irreparabel, aber man kann wenigstens das Optische ein bisschen reduzieren. Mit meiner Stretchmark klappt es sehr gut. Mit dieser Stretchmark, das werde ich mal ausprobieren, zwar nicht an mir, sondern ich werde sie, wen gebe ich sie denn? Ich muss mal gucken. Vielleicht kenne ich jemanden, der das mal für mich testen könnte. Jo, das ist von, wie gesagt, von Dr. Severin. Hilft Dehnungsstreifen vorzubeugen und zu behandeln, pflegt die Haut, sodass sie ihre natürliche Elastizität und Feuchtigkeit behält. Genau, da sind 75 Milliliter drin, kenne ich nicht. Die Firma kenne ich, aber das Produkt, wie gesagt, habe ich noch nie gesehen im Handel. Und zwar ist der Preis 19,99 €. Das nächste Produkt ist eine Augencreme von No Cosmetics. Habe ich auch noch nie von gehört. Für müde Augen oder gegen müde Augen eine Augencreme. Hallo Wachkick für müde Augen mit Öl aus grünen Kaffeebohnen und Grünteeextrakt. Eine kleine Menge mit den Fingern rund um die Augen auftragen und sanft einklopfen. Preis wäre 9,95 €. So, die Firma Ico sagt mir auf jeden Fall was. Die gibt es auch beim DM. Und zwar ist das ein Hair Fresh Up. Ein Parfüm wahrscheinlich. Steht alle auf Englisch? Nee. Entfernt unerwünschte Gerüche, verleiht dem Haar einen leichten, frischen Duft. Streiche mit dem Parfümtuch vom Haaransatz bis in die Spitzen. Jo. Ja, ich weiß nicht. Doch, ich weiß. Ja, wenn ihr mal mit frisch gewaschenen Haaren in der Pommesbude gewesen seid und lange warten musstet auf eine Pommes, dann kann es sein, dass sich das Frittierfett bei euch in den Haaren reingesetzt, beziehungsweise der Duft. Und da kann das Zeug hier helfen, dieses Parfüm, Haarparfüm. Genau, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wann man es sonst anwenden kann, aber in solchen Fällen finde ich eine interessante Idee für unterwegs. Und ja, der Preis wäre 7,95 € und da sind 8 Stück drin. Ach, genau. Schon wieder Aktivkohle. Und zwar Cocoa B, 100% natürlich original Aktivkohle aus der Kokosnuss für natürlich weiße Zähne. Ach so. Okay. Ja, das ist wohl wahrscheinlich, ist das dieses Pulver? Ich habe nämlich schon mal Werbung gesehen auf Instagram und Facebook mit so einem schwarzen Pulver, womit man sich dann die Zähne, Zähne putzt. Und jo, das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ja, wie funktioniert das? Zahnbürste mit aufgelegter Zahnpasta in Cocoa Bay Pulver tippen, bis die Zahnpasta mit der Aktivkohle ummantelt ist. Und dann ganz normal Zähne putzen und später mit ausspülen und dann gegebenenfalls mit klarem Wasser nachputzen. So, finde ich cool. Da sind 30 Gramm drin und kostet 14,99 €. Dann habe ich hier noch eine Maske. Das sind beziehungsweise 10 Peel-Off-Masken sind da drin. Von Dr. Severin, Blackhead Remover, befreit die Haut von Mitessern durch eine porentiefe Reinigung für ein ebenes Hautbild und eine geschmeidige Oberflächenstruktur. Das sind 10 Masken wohl drin. Und hier geht auch wieder warmes Handtuch nach der Gesichtsreinigung aufs Gesicht legen, 2-3 Minuten, damit die Poren sich öffnen. Und dann die Gesichtsmaske.
auf die Gesichtspartien auftragen, 10 bis 30 Minuten Einwirkzeit, die Maske entfernen. Ziehen Sie die Maske vorsichtig von unten nach oben. Das ist auch eine Peel-Off-Maske. Ja, noch eine Peel-Off-Maske. Also, der Preis wäre dann 14,99 Euro. Ich sehe gerade hier, so lange sind die haltbar. Ich sehe nämlich hier, Mindesthaltbarkeitsdatum, beziehungsweise, also im Englischen oder im Amerikanischen, keine Ahnung, Mindesthaltbarkeitsdatum bis 2027, produziert wurde es 2017, genau, aber ist noch haltbar, wenn man es nicht vorher öffnet, cool. Das sind 10 Jahre, ne? Wow. Und dann noch eine leckere Süßigkeit ist hier mit drin. Gehört die auf die Liste? Nein, das ist wohl ein extra Produkt. Die finde ich gut. Habe ich schon mal probiert. Gibt es bei DM. Und zwar sind das Fruchtgummi-Schmetterlinge mit 17% Fruchtsaft und 4% Fruchtstücken. Glutenfrei, fettfrei, laktosefrei, vegan, naturpur. Da freue ich mich sehr drüber. Und dann gab es bei dieser Box noch ein Zusatzprodukt, und zwar CBD-Oil, ein Hanfextrakt von der Firma Nutri. Okay, das ist ja interessant. Warum wir nur noch in der Schweiz Urlaub machen? Oh! Also, ich lese euch mal eben vor, was da hinten drauf steht. Warum wir nur noch in der Schweiz Urlaub machen? Dort gibt es sprudelnde Bäche und grasende Milchkühe, dreieckige Berge und vierblättrige Kleeblätter. Ach, und man darf sogar empfehlen, CBD-Öl oral einzunehmen. So 2x4 Tropfen täglich. Innerhalb der EU geht das nicht. Da steht im Verwendungshinweis, dass man es nur aufs Kissen träufeln darf. Okay, also es ist wohl ein Entspannungsöl durch die Kraft der Natur. Die positiven Eigenschaften der Hanfpflanze werden in Form eines Öls gewonnen. Das CBD-Öl von Nutri hilft dir dabei, auf natürliche Weise zu entspannen. Der Preis ist 29,99 Euro. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal, um keines der Videos zu verpassen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.